Hallo, ich bin Maria Baumann von Virginias. Ich will zu Gottes Ehe. Mein Zeugnis ist mir dahin, wo der Herr mich hat, Ried Gerard und wo er mich hat gehalten. Und ich bin nach mir nach der Tint, als ich auf Frauen höre, über wo ich wird in den Himmel kommen. Ich höre das Schwadro mit. Ich fange mit einer Kirche zu fahren und dann kommen die Pferde und über die Predigt. Du wirst fast in jeder Hüse ein Verdammter sein. Das macht mir so Angst. Ich habe eine große Angst, aber wann auch auf einmal wird ich sein. Das wird mir so schwer. Aber ich probiere alles über den Weg zu gehen, eine Jugend über den Stich zu gehen. Ich will nicht mehr und ich will Schmack sein. Da reicht nicht auf einmal, würde ich sein. Und sie ging dort auch wieder, weil ich mich will treffen lassen. Und ich nehme dort auch so ernst. Ich wusste, dass ich den ja doch nicht reich getan. Ich habe doch nicht einmal alles getan, was ich für die Sultan. Ich habe auch rechte Gedanken geführt, auch viel nicht reich geredet. Und ich habe auch getan, was ich nicht einmal für die Sultan. Ich fuhr an den Ältesten und ich bekam nach dir. Bekam meine Sinnen durch den Ältesten, was ich weiß. Und früh, als ich mich sogar will, meine Sinnen vergeben, was ich für den Arach getan und Arach gedacht und Arach geredet. Und er sagt ja, und ich fuhr nach Hause. Aber ich habe nicht frei. Und ich ging immer warnen meine Mama in früh. Aus der Nacht wird schon, aus der Nacht wird schon. Und sie sagt, ich habe dir gefragt, aus heute sogar wird mir vergeben, wo ich für euch geredet und euch gedacht. Ich will dir doch ganz rein sein. Das wird auch nicht so schlimm sein. Und sie ging dann wieder, aber ich habe bloß nicht frei. Bei dem Tag war ich mir wohl hoffen lassen. Mir ging das dann auch nicht schön. Mir fällt es so, ich würde nicht so lange stehen. Ich habe bloß nicht frei, mir ging das nicht schön. Und dann kam der Falsch durch. Wer der Gläuf in die Däub wird, was soll ich wollen? Wer aber nicht Gläuf wird verdammt worden. Markus saß hier und versaß hier. In dem Falsch mit mir so fröhlich, wird gläuben. Und ich habe bloß eine so schwere Zeit. Weil ich dachte, wenn wir uns schwören befriedet haben, dann würde das schön sein. Dann würde das anders sein. Wir befrieden uns, aber dort wird das nicht so. Und dort ging bloß nicht schön. Dort leben wir bloß schwer und werden immer schwander. Und wir beten noch einmal taub. Nein, mein Mann, das ist unser Vater, lass mich diese Nacht empfinden. Und das sind noch viele Gebete. Aber danach durchhänge, bete ich immer, meine Ehe wird zu Gott. Aber ich weiß nicht, ob beten wir, wenn ich auch nicht gelehrt habe, dass ich meine Ehe wird zu Gott beten. Ich bete immer in Frieden, was er mir will vergeben. Und aber das war nicht leichter, das war bis immer schwanger, solange bei der Gunsthauptbrücke, sogar bei der im Bad schäumt. Und wie Dr. Ruth sagten, wenn es mir nicht Ruth wisst, natürlich auch Betäubstoff. Und da können da war er geluten worden. Und ich höre auch viel Sinn, dass sie mir nur reden. Ich höre nicht alles, ich traue gemerkt, ich würde haben. In ihr Schlafsleben geführt, euer Eid mich hat aufgelogen, das würde ich nicht haben oben Bord, und du wegen dort mir das so, und ich wüsste nicht, ich wird frei von dort. Dort höre ich, bloß nicht die Dummings, ich wüsste nicht, ich wird frei von dort, aber ich wüsste nicht, woran mir das so ging. Dann kriege ich dann so aus, Predia Jas, und sie fragen auch, woran mir das so dort, ich wüsste bloß nicht. Ich sehe, ich wollte bloß nicht, woran mir das so dort ist, dort dort, und ich wird bloß ganz im Bar, ich wird ganz taub die Brücken, ich hat nicht mal Kraft. Und das Ding bloß nicht schön. Weil ich kann nicht sagen, woran. Und mit der Betäubungsstoff war das dann anders. Und heute war auf der von für jeden, aber hängen jeder Baby, war mir das war schwer. Und ich heute immer war bloß eine sehr, sehr schwere Zeit, hängen jeder Baby. Und ich wünsche mir viel, wenn ich bloß heute sterben könnte. Wenn ich das Leben hier bei ihr, das möchte ich schön sein, das hat schön sein zu leben, so ist das Ding, ich bloß nicht schön. Und so ging das wieder. War ohne 2018. Den ersten John war ganz uwes. Dann hör ich, war er doppelt frei und er war nicht vor ihr Leben. Und dann kam der Stern vom Himmel und er sagte mir, hast du dein Haus bestellt, dann bin ich gestorben. Und sie dachte, dreimal. Und mir ging das so erschlag. Was meint das? Ich wusste bis nicht, was meint das? Und mein Mann, wie beten, war er taub und dann schleibt wie, war er an. Und dann bat den Saßen für den nächsten John war. Dann beten wir ernstlich zu Gott, was haben wir verhalten. Dort ich das für überleben. Ich mein Mann, wir beten einfach taub sehr ernstlich, was haben wir verhalten, dort ich für überleben. Und dann holen wir eine kleine Tochter.
In die Wänsche Baby, kreizend das hat mir Wänsch. Aber du hänger wart mir, ob das war Ola so schwer, und ich habe eine so schwere Zeit. Und ich wüsste nicht, warum ich heute auch so ein Baby aus hat mir Wänsch. So ein Fähnet, die Ruhe, die Sünde, Baby, und kreizend das hat mir Wänsch, aber mir wird bloß so schwer. Bad ein Tag. Ich wüsste mir nicht, Ruth, ich ging in ans Haus, Hahn und Trey am Dohl. Und wrung mir eine Häng, und ich kick Ruth. Von einem Fenster nach dem anderen Fenster, und ich fühle mich so einsam und so verloren. Mir ging das bloß nicht schön, und ich schreibe mir in die Bier ab. Und das ist so. O lieber himmlischer Vater, ich rief zu dir. Ich schrei zu dir, verlass mich schwachen Sinner nicht, vergib mir alle Sinnenschuld. Erhöre doch mein Beten, mein Rufen, mein Schreien. Mein Gott, erhöre mich, wie ich zu dir schrei. Hilf mir aus meiner schweren Zeit, lindere meine Not, oh mein Gott, höre meine Stimme, wie ich rief, stärke meinen Glauben, oh mein Gott, gib mir Kraft, dass ich den rechten Weg doch finden kann, erlöse mich von dem Teufel, gib mir genaue Kraft und Stärke, erhöre doch mein Beten und Schreien, verlass mich nicht, ich will so gerne mit dir im Himmel sitzen und singen. O Gott, erhöre doch, wie ich zu dir rief. Mit Tränen schrei ich zu dir. Gib mir Gnade, dass ich auch in den Himmel kommen kann. O Gott, hilf mir doch aus meiner schwer Betriebtheit. Hilf mir aus meinen Jammer und großen Not. Ich rief herzinniglich zu dir. Erhöre mein Beten, dass ich auch in den Himmel kommen kann. Himmlischer Vater, aus tiefen Herzen rief ich zu dir, nähe deine Ohren zu mir, siehe mein Angesicht, doch wie ich nach dir schau in Bet. Hilf mir, dass ich Gnade bekommen kann, und dass ich einen sanften Schlaf haben kann, und dass ich Hoffnung habe, dass der große Gott mich nicht wird verlassen. Das wieder mein Gebet, wo ich mal abschreibe. Wegen hat mich nicht rutwiss in meine schwere Zeit. So ging das dann wieder. Bad im Juli, ich wollte nicht krank. Von Tag, aber ein Tag ist alles abgestorben, wie wir aus der ganzen Familie. Und ich war bloß in einer sehr schwere Zeit, ich hatte einen sehr schweren Tag. Und dort brach mich Zorn, Betternis und Eiernis. Und mir war alles sehr schwer. Mein Mund hat all die Mählichkeit, was er weiß und was er kann und dort, aber ich bin so unzufrieden. Ab einmal dreht Gott mir Arme so aus, von ich mich selbst sein kann, wo unzufrieden ich wir, wo ganz verloren ich wir aus ein verlorener Sünder, aus ein geratzter Sünder. Und das war mir sehr, sehr schwer. Mir war mein ganzes Leben so, sehr leid. Und als wir erst dann tief waren, dann fragte ich mein Mund, als er mir könnte vergeben, wo ich versagt habe, wo ich verarrt gehandelt und wo ich nicht wie Gott war. Und wo ich mich verschuldigt habe und habe gesagt, ja, ich kann mir alles vergeben. Und ich bin dann auch ernstlich sehr, sehr zu Gott. Ich schrie zu Gott, als ich will, mir alle Sünden vergeben. Und mir wie mein Leben läuft, ich will andrehen und vor allem leben. Und früh, als ich will, mir nur mein Lebensbuch schreiben. Und so wird es dann weit in der Nacht. Wo ich dann hier in Praha und schließlich kriege ich frier und dann tue ich, nachher ich dann dachte ich, nicht wird Jesus kommen, nicht wird ich sterben, aber ob es hier nicht, ich werde eingeschlagen, dann den nächsten Tag, dann wird alles anders, ich habe einen anderen Sinn, meine Natur wird weich, ich habe einen Verlangen, mehr von Gott sein Wut zu lernen und zu hören und ich sage alles anders an. Und das geht mir dann schon für eine Zeit lang. Und dann war es 2018, den 1. Oktober, dann war ich an, wir müssen uns bekehren. Und dann denke ich noch einmal, ab meine Knien und frage, Jesus, was ich mir will, all meine Sünden vergeben und frage, was ich will, in mein Herz nennen kann. Und ich will nicht uns vor allem leben und was ich mir will, leiden und fehlen. In 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, schreibt dort, wenn wir unsere Sinnen bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns
in renig uns von aller Eierreichtigkeit. In Evangelium Johannes 1, Vers 12 und 13 schreibt das so: Aber all die, die am Abnehmen und an seinen Namen glauben, dürfen dem auch Gott seine Kinder zu werden. Die sind nicht durch Blut und nicht durch flüchtliches Verlangen, auch nicht durch irgendeinen Mann seinen Willen geboren, nein, die sind von Gott geboren. Und dann sehe ich, nie hat dort mal gefangen, wo ich so lange noch sage. Ich habe sie gesagt, und das sieht mir so, so erschein, ich habe so eine Freude. Und mir ging das so, so erschein. Aber das bleibt nicht so, die Köln waren nicht tief. Ich habe eine Verzweiflung nennen, als ich wirklich Gott sein Kind wäre. Und ich bitte, war er ernstlich zu Gott, heute soll mir wiesen, als ich sein Kind wäre. Und so sagt mein Gebet vor ich hör. Ich habe eine leise Stimme und sehe zu mir, du danken. Ich kann nicht verstehen, ich vertriebe bloß wieder und wieder. Und wisst mir nicht rot, weil ich war eine große Depression. Nein, ich habe und wisst nicht, wohin. In Johannes Kapitel 20, Vers 29 sage ich, soll ich sein, die nicht sein und auch glauben. In einem Fall, er muss auch was sein, er wird besonders beleben, weil er mir sicher wird, dass er Gott sein Kind wird. Und dort ist nicht so. Dort kommt durch Glauben. Dort kommt nicht durch Sein und nicht durch Fallen. Dort kommt durch Glauben. Und auf Häuser 1, Vers 7 sage ich, durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. Vers 8, uns sind die Sinnen vergeben durch die große Gnade, die in uns Leben nennt, und uns die Jugend für die Wahrheit aufmüht. Hier schreibt es so klar, er hat mich vergeben durch die große Gnade. Heute schenkt mir die Gnade, ich dort ansehen können, wo die Wahrheit wir. Und ich habe mich viel gefragt, ob ich den Helden Jesus wirklich verhaben. Ein Tag wird mir so klar, auf Häuser 1, Vers 13 schreibt, so wird es auch mit denen, die jede Wahrheit gehört haben, wo der hier geraten worden, dann ticken Gott in, und am Gläubigen, dann ticken Gott immer den Helden Jesus, Vers 14. Der Held Jesus berichtet für, dort ihre Tränen waren, dort ihre Tränen, was Gott ihnen versprochen hat, du wehen, weil wir nicht alle seine Herrlichkeit loben. Da war mir so klar, er hat mir den Helden Jesus gegeben. Ich bin so dankbar und ich freue mich. In Epheser 2, Vers 8 schrieb, Gesandt euch Gott seine Gnade rat, willst du glauben. Dort ist nicht durch deine Worte, dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist nicht in Worten, so dass schöner Jesus auf sich selbst zu loben. Und hier kann ich das so verstehen, dass schon nicht durch meine Worte, durch Gott sein, durch Schmack sein. Dort schon alle durch Glauben, durch Gnade. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich auf seine Gnade offenbart. Aber immer war er. Wäre ich mir nicht sicher, und immer war er wieder vertwiebelt. Und ich wollte nicht, mir wäre es schwer, dort wirklich zu glauben. Doch wir bloß durch Glauben können gerad sein. Und heute lehrt mich Geduld durch meine sehr schwere Zeit, wo ich ging, hing an meine Bekehrung. Vertwiebelt ich sehr und habe eine sehr schwere Zeit, aber immer war er offenbar, heute sieht mich, und ich muss glauben. In Römer 5, Vers 1, durch 5. Willst wir durch den Glauben, die reich geworden sind, habe ich Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den uns der Wach obdenkt und die Gnade und die wir staunen. Wir freuen uns in der Hoffnung, seine Herrlichkeit zu sein. Aber nicht bloß dort, wir sind hier auch froh, wann wir lieben machen. Willst wir wollen, dort wieder lieben, lehren, geduldig standhaft zu sein. Standhaft sein bietet unseren Charakter ab und dort wirken uns Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht schon werden. Willst, wie durch den Helden Jesus, der uns gegeben ist, Gott in der Leib und unsere Horten die Guten ist. Hier kann ich verstehen. Wenn wir durch lieben gehen, liebe geduldig und standhaft sein und das, was ich mir gebrückt habe. Ich habe viel, viel zu Gott geschrien. Ich habe sehr, sehr viel gebrückt. Um die Bete zu gehen. Ich sah nur den Stab gefahren. Ich habe mich durch die Knie gelassen. Ich habe Gott gefragt, woran macht mir das zu gehen, was das tut. Ich habe gedacht, wird alle gedun, was der Schrift sagt, was ich soll tun. Und kann das so verstehen, warum ich durch so eine schwere Zeit gehen muss. Und ich verstehe, er will mich geduldig lernen zu sein und standhaft zu sein. Und dort wird er an mich hoffen. Und dort wird er an mich hoffen. Und ich habe eben, wenn wir unsere Familie werden,
Ich weiß mir nicht gut an meine Not. Ich ging in andere Stufen an. Ich nahm mir ein gerotet Hundjuck, habe ihm gesagt, dass die Familie dort nicht mehr hier in Schrichte Gott. Ich will sich hier in Gunst vor allem leben, ich soll mir meine Not haben, wo mir das immer war, schwor wir. Gott sei Dank, er hat mich gehalten. Ein Tag, wir in der Wahre Unversammlung, und dann wieder war er so sehr klar, von der Bekehrung und war er Geburt, und ich fand mich war er nicht sicher. Und dann ging wir mit den Soldaten reden. Und ich sehe dann, wo mir das Ding, und ich sehe, dass ich einmal können vertrauen, weil ich mich bekehrt habe, aber wo ich ein Zeugnis habe. Ich vertraue mein Zeugnis. Und ich sehe, ich habe ein Zeugnis, das klar ist, wo ich kann. Ich will Gott sehen, denn bloß ich kann hier, und ich werde eine sehr deutsche Depression. Am hier so, mir fehlt noch Wort für meinen Körper. Heute, wir sollen den Test machen von Vitamina D3. Wie deuten dort? Und heute, der Test, der soll wissen, von da dich knapp. Und mir wir 10.5, die wir messen mit meinen Vitaminas. Und dann sag ich, anfange die Vitaminas zu brücken, natural Vitaminas. Dann fange ich an, knapp zu kommen. Und er kann wirklich Glauben fühlen. Und ich kann fairer war ich, nicht an Gott, so sehr, sehr dankbar. Dort Haarfluten, naturale Planten wussten, wird unseren Körper können halten, abzubühen. Wenn wir körperlich nicht gesund sind, dann können wir jetzt nicht wussten, so ist wie sein. Und ich bin so sehr dankbar, dort heilert Planten wussten, wird uns können halten, körperlich abzukommen. In Rheuma, 10% durch auf, sagt das so. Wenn du mit dem Mühl Jesus aus Herrn bekannst und läufst, dass Gott am von dort abgewirkt hat, was du säulich. Wer von Horten gläuft, wird dir reich, wer mit dem Mühl bekannt, wird säulich. Der Schrift sagt, wer immer und am gläuft, wird nicht geschont worden. Das sind mir hier so wertvolle Fragen. Aber danach, wie gut er schwere Tiden in der Herr halt uns immer war. Wir können so dankbar sein, dass wir Gott sein Wort haben und uns auf den Jesus gegeben. Doch wir können durch den Jesus gehalten worden und dass der Jesus uns halten und uns lehrt zu der Wahrheit. In Philippa 1, Vers 6 schrieb, ich habe durch eine gute Hoffnung, die das gute Wort in ihn angefangen hat, die Wort hat auch vor sich merken, was an Jesus Christus seinen Tag. Wie mir auch so wird Frau, was er uns hier versprach, das Wort hat vor sich merken. In 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 8, du schriftet, Heu wat dünnt, auch bat an eng Standhof holen, dort die an den Herrn Jesus Christus ihnen da auch nicht zu beschuldigen sind. Mit sie sinne scheine versprechen, wat heu jaf, heu wat an Standhof holen, dort wir nicht wollen zu beschuldigen sind. Und du sei nicht so sehr dankbar für, dort Gott mir dort geschenken hat, dort er kon glauben, dort heu mir haf Hupen gegeben und heu mir haf wirklich genug geschenken. In 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 12, was der Tien, du schriftet so, wer Gott sehen sehen, haf leben, und wer den sehen nicht haf und nicht leben. Dit schrieb er gönnt, doch je an Gott sehen sehen glauben, doch die wollten, dass die das eure Leben haben. Und wenn wir Jesus haben, aus uns hell und in rarer Eure genommen, dass er persönlich für uns gestorben und von dort abgestohlen ist, dann haben wir euer Leben, dafür sprach die Bibel uns hier so sehr klar, nur sei nicht so dankbar für. Gott hat mich wirklich durch so deutsche Täler, deutsche Schluchten durchgeführt, aber er hat mich durchgehalten. Er will mich lernen, mitleidig zu sein, mein Nächsten. Und nur er kann verstehen, wenn wir durch die schwere Tiefe denken, dass er kann mitleidig sein und mitfallen. Dass mir so viel wird, er kann Gott danken für die Tiefe, wo er mir auf Fluten durchgehen. In Psalm 57 von 7 wird auch schriftet. Hör hier, mi, wann ich Lüt schrie, hab Mitleid mit mi, und darf mi eine Antwort. Aus du seht, komm sieg, seht mein Hort, to die, ich wo mi die siegen. Rheuma 2, Vers 7 schrift, doi, der geduldig in Unheilung Gott seinen Wellen, donen in ihr in Herrlichkeit, in euer Leben siegen, Wort heute geben. Du sei nicht so dankbar für, Gott sagt, Wort uns dort geben, wann wir am Siegen.
Not me, so sah viel wird. Wat hami haf uben bord, not hami jarat haf, dort ek wirklich kon sie ein Kind sein, dort ek kon die Trost sein, en Frau maut ich gun, en wie brücken nich. Emma darf dit Leben gun, mit en schwerbedrecktet Hort, wie du am vertrieren in Gläuven, en wie du am nicht ab die voller Bühen erer Wellen wot sein, so fjerken well wie ich wot sein. En Gott sah ich, dat tjamp ola darf ich glauben, dat tjamp nicht darf ich voll und nicht darf ich sein. Und dann hat Emma war er sein, ich sage Gott, so sehr dankbar, wo er mir hat, der ich gefühlt hat, auf mich. So ihr Praten, ich habe keine Ahnung kommen. Und ich sage, so dankbar, dass ich mich auf oben Bord, dass ich mich auf oben Bord und Person nehmen, Vers 11 und 12, Schrift so. Und euch, bei denen Nomen Tannen, wollen er vertrieren, ab die Saaten, willst du, Herr, hast du noch niemals in Stärke geloten, deine die Siegen. Lauf den Herrn, der in Zion wohnt, sag ich, alle Falter, was heute tun hab. Nicht schon mich sehen, ich will alle Menschen sein, was heute vergürtet um mich tun hab. Er hat mir durch so, so schwere Themen gelehrt, aber er hat mir gerat, er hat mir geholfen, dass ich nicht kann leben für ihn und Frau. Und mutig sein, und vor allem leben, in mir freuen, wann heute was war, komm, dass ich mit Ahmed komm, dass ich war, wie am sein, für ewig. Das ist die schönste Trost, was der Herr uns hingeloten hat.